Tag, meine Damen und Herren. Heute reden wir über enzootische Prämonie des Rinders oder was in der internationalen Literatur meist so besprochen wird, über Bovine Respiratory Disease Complex, BRDC. Ab jetzt, wenn ich über dieses Krankheitsbild rede, sage ich immer BRDC. Wo reden wir heute drüber? Wir reden über den Schäden, die BRDC verursachen kann. Wir wollen noch einmal in Erinnerung rufen, wie die Atemwege funktionieren und wie sie aussehen. Dann wollen wir die klinischen Erscheinungen und die Ursachen von BRDC besprechen und dann einige häufige und einige weniger häufige Erkrankungen besprechen. Und dann reden wir über die Diagnostik und in Hauptsache über die postmortale Diagnostik, weil das mein Spezialgebiet war. Ich habe in den letzten 15 bis 20 Jahren so viele Fotos gemacht, davon könnten wir ein paar schön zeigen. Etwas reden wir über Therapie, Metaphylaxe, Prophylaxe, aber über Immunprophylaxe nicht, das würde den Rahmen hier echt sprengen. Wirtschaftlich ist es wichtig, das ist ja klar, weil sonst wären sie nicht hier bei dieser Veranstaltung. Das ist eine Hauptursache für Totalverlusten. Die Mastleistung, die Leistungen der Tiere nehmen ab, personelle Kosten steigen, steigende Tierarztkosten bekommt man dann und auch einen Preisdruck. Damit verstehe ich Folgendes, das habe ich in den vergangenen 30 Jahren so ganz, 30, 40 Jahre so oft miterlebt, dass der Händler kommt rein und er sagt, nee, diese Husten, die kann ich nicht kaufen. Und da ist der Preisdruck. Meistens ist es dann so, wenn ein bisschen Preis nachlässt, dann wird es doch verkauft. Wie sieht nun der Atemwegstrakt eines Rinders aus? Es fängt vorne an bei den Nasennebenhöhlen. Die haben eine Funktion, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber es fängt an mit den Nasengängen, da wird die Atemluft aufgeheizt und die erste Staubteilchen und Virusteilchen und Bakterien werden da abgefangen, ausgepustet. Dann kommen wir bei der Pharynx und Larynx, da trennen sich die Wege von Luft und Futter. Und dann kommen wir bei der Trachea, das ist das Hauptluftrohr. Die Trachea teilt sich nachher auf und teilt sich und teilt sich und teilt sich. In der Literatur ist ja so ein Zahl, 24 Mal teilt sich das, das habe ich mal ausgeklickt und da kam dann 16.777.216 respiratoire Bronchioli bei rum. Das ist ein ganzer Haufen. Wie sieht so ein Bronchiole jetzt aus? Hier sieht man ein Abbild davon. Die Bronchiole, das ist die letzte Verästelung, die letzte Verästelung, die verteilt sich nachher über den Lungenbläschen. Die Lungenbläschen werden umspült durch feinste Blutaderchen, wo Blut kommt, was sauerstoffarm ist und was nachher als sauerstoffreiches Blut diese Gegend in der Lunge verlässt. Das Sauerstoff, was aus der Luft kommt, das geht diffusionsmäßig von den Luft in den Blutbahn und reichert sich dann an das Hämoglobin. CO2 spielt da auch eine Rolle und wird ausgeatmet. Die Atmung selber, das ist ein Zusammenspiel zwischen verschiedensten Muskulaturen und Elastizität der Lunge. Wenn wir erstmal die wichtigste Muskulatur besprechen, das ist das Zwerchfell. Das Zwerchfell sieht man hier drauf auf diesem Bild und das wölbt sich nach vorne. Vor dem Zwerchfell sind die Lunge, da hinten sind die Bauchorgane. Im Zwerchfell sind natürlich Löcher für den Schlund und verschiedene Adern und Schlagadern. Und das Dunkle in dieser Zeichnung, das ist praktisch die Muskulatur und das ist eine Bindegewebsplatte. Was passiert jetzt? Die Muskulatur zieht an und diese Wölbung flacht sich ab. Den Druck wird zum Unterdruck, die Lunge wird vollgesogen. Und das ist im Prinzip der wichtigste Vorgang beim Einatmen.
die Rippenmuskulatur und Bauchmuskulatur, die helfen natürlich auch mit. Dann sieht man hier die Interkostalmuskulatur, das sind zwei Schichten, einmal verläuft er so und dahinter verläuft er so. Einmal hilft er beim Einatmen, einmal hilft er beim Ausatmen. Aber das Wesentliche beim Ausatmen, das ist die Elastizität der Lunge, weil wenn der nicht ist, dann wird das letzte Luft nicht aus den Bronchioli und aus den Alveolen rausgedrückt und bleibt drin und findet nicht ausreichend Gasaustausch statt. Wie regelt das Tier und auch wir die Atmungsfrequenz? Die Taktung ist gegeben im Atemzentrum, im Hirnstamm. Da sind außer für Sauerstoff, Säure auch Rezeptoren für CO2, Kohlendioxid. Das sind die wichtigsten. Wenn nun das Kohlendioxid sich anreichert im Blut, nimmt die Atemfrequenz zu. Dieses Atemzentrum im Hirnstamm gibt Signale ab, diese Taktung ab, nach den Nerven, die aus den ersten Halswirbeln C1, C4 in den Körper reingehen und der Atmungsmuskulatur innerviert. Und psychisch gibt es natürlich auch da ein Einfluss, wenn man zum Beispiel nervös ist oder man erschreckt sich, dann fängt man auch schneller an zu atmen. Das ist bei Tieren genauso wie bei Menschen. Was passiert bei BRDC? Die verschiedensten Erreger von BRDC, die beschädigen das Flimmerepithel. Schleim und Entzündungsmaterial kann damit nicht nach vorne befördert werden, in den größeren Bronchien und Trachea kommen, aufgehustet, durchgeschluckt und dann unschädlich gemacht. Das bedeutet, das Tier fängt an zu husten. Es kann auch sein, dass das Entzündungsmaterial sich nicht in den Bronchien sammelt, aber eher in das stützende Gewebe von der Lunge, das heißt eine interstitielle Pneumonie. Und dabei passiert Folgendes, die Diffusionsweg, das können Sie auch begreifen, wenn da alles Entzündungszellen und Flüssigkeit da drin kommt, die Diffusionsweg wird länger. Der Sauerstoff braucht länger, um von den Alveolen in den Blutbahn zu kommen und das macht Atemnot. Schnellatmigkeit, Kurzatmigkeit und Bauchatmung. Und dann kann es sein, dass auf der Lunge Entzündungsmaterial sich sammelt, und das ist dann eine Brustfellentzündung, aber meistens ist es auch gleichzeitig eine Lungenentzündung, also Pleuropneumonie. Und das ist sehr schmerzlich. Die Tiere, die stöhnen, das tut ihnen weh beim Atmen. Jeder Atemzug tut ihm weh. Das ist eine Aufnahme, eine feingewebliche Aufnahme von irgendwie ganz mitten in der Lunge. Sie sehen, dann meistens Luft. Wenn man nun ein Tier mit einer interstitiellen Pneumonie dann selber mal macht, so ein histologischer Schnitt, dann sieht das so aus. Sie sehen die Stege zwischen den Luft in der Lunge, die sind ganz dick. Jetzt können Sie auch begreifen, dass der Weg zwischen Luft und Blutgefäß viel größer wird und dadurch Probleme entstehen bei der Oxygenierung von Blut. Hier sehen Sie einen Bronchus. Und das, was hier so rötlich ist, das sind Blutgefäße. Diese Bronchus ist eigentlich fast noch intakt. Hier unten liegt schon was drin. Und das zeigt wieder, dass so eine interstitielle Pneumonie, das bleibt selten ganz alleine. Ein Bronchitis ist meistens auch dabei. Aber hier ist höchstwahrscheinlich eine virale interstitielle Pneumonie der Fall. Die Einteilung von der Lungenentzündung vollständig gesehen sieht so aus, es gibt eine interstitielle Pneumonie, Sie wissen, was das ist. Es gibt ein Bronchitis, ein Bronchopneumonie, das wissen Sie, was das ist. Es gibt ein Pleuropneumonie, wissen Sie jetzt auch. Aber dazu gibt es noch eine granulomatöse Pneumonie, eine Pneumonie, die mit Knötchenbildung anhergeht. Und das sind zum Beispiel die Tuberkulosen. Da wollen wir nicht drüber reden nachher.
Und dann gibt es eine metastatische Pneumonie. Irgendwie anders im Körper vom Tier sitzt ein Entzündungsherd oder Metastasen kennen Sie von Tumoren. Die sehen sich aus. Auch Entzündungsherden können sich aussehen. Und dann gibt es meistens in der Lunge so verbreitet eitrige Prozesse. Und es gibt eine Aspirationspneumonie, das passiert durch Verschlucken. Ein Landwirt oder ein Tierarzt gibt den Kuh was ein, die Kuh verschluckt sich und es gibt eine ganz fiese Pneumonie. Zum Beispiel auch bei Leuten, die ertrinken wollten. Das ist auch so ein Problem, wenn die Flusswasser schlucken, ja nicht schlucken, in die Lunge bekommen, das gibt manchmal auch sehr fiese Pneumonien. Aber die vergessen Sie mal, wir behandeln in unserem Fall nur die ersten drei. Wie stellt man nun die Diagnose klinisch? Man muss die Tiere beobachten und den Bauer fragen. Als Tierarzt. Und die Sachen, die Bauer fragen, die stehen ja bei mir immer zwischen Gänsefüßchen. Das ist ein Zitat. Ne? Man muss die Temperatur messen, Atemfrequenz zählen, Atemtyp bestimmen. Und eventuell auskultieren, da kann man was Interessantes herausfinden, aber meistens, wenn die Anamnese aufgenommen ist und ich habe ein paar Tiere gesehen, dann weiß ich schon, was da Sache ist und dann können wir handeln. Aber manchmal ist es schwierig herauszufinden aus der Klinik, wie es ist, dann brauchen wir weiterführende Untersuchungen und da finde ich, die Sektion ist natürlich die beste Methode, um Hinweise zu bekommen auf krankheitsspezifische Veränderungen. Man kann Gewebsproben nehmen, Nasentupfer, Tracheal- oder Lungenspülung und Blutproben. Alle haben Vor- und Nachteile. Nasentupfer, wenn man nicht allzu tief in die Nase kommt, dann weiß man natürlich nicht sicher, ob das, was man vorne in der Nase gefunden hat, auch hinten tief in der Lunge die Probleme gemacht hat. Darum ist eine Tracheal- oder Lungenspülung noch besser. Blutproben, das kann man eigentlich nur im Nachhinein, weil das ist ein Messen von Antikörpern, wenn die durch die Krankheit durch sind. 3-4 Wochen später sind die dann auf einem ordentlichen Niveau, dass man die messen kann und auch eine Aussage treffen kann. Das ist aber im Nachhinein dann. Das ist nicht direkt. Das hat keinen Einfluss aufs Handeln sofort. Meistens fängt es so an. Einzeltieren haben ja eine leichte Konjunktivitis, Bindehautentzündung von den Augen. Und es endet meistens so. Die haben Schaum vor dem Maul und haben ja den Hals gestreckt und stöhnen. Richtig Atemnot. Dieses Tier ist auch verstorben. Was kann man noch mehr sehen? Bei BDC, Nasenausfluss, das kann dünnflüssig oder dickflüssig sein. Dünnflüssig ist es, wenn ein Virusinfekt gerade kommt. Das sind manchmal nur ein paar Tröpfchen in den Nasenlöcher. Dünnflüssig, wenn es dicker flüssig wird, dann besteht es natürlich schon länger. Wenn es eitrig ist, schäumig, blutig, dann weiß man, da ist schlimm was los. Die Tiere können prusten, schniefen, das ist dann meistens lokalisiert in den vordersten Teilen, das ist also in den Nasengängen, die Entzündung. Und die Tiere können rücheln und rasseln, das ist dann weiter nach hinten. Husten kann sein trocken oder feucht, kräftig oder kraftlos. Kraftlos zum Beispiel bei einem Emphysem, da kommen wir gleich noch drauf. Die haben Pusten, Bauchatmung, die Tiere sondern sich ab, liegen mit gestrecktem Hals und so weiter. Aber die Leute, die zuhören, haben alles schon mal gesehen. Da bin ich ganz sicher. Jetzt macht man offiziell bei dieser BRDC eine Einteilung in nicht-infektiöse Ursachen und infektiöse Ursachen. Nicht-infektiöse Ursachen sind zum Beispiel lange Transportwege, Unterkühlung, Flüssigkeitsentzug, Futterentzug. Zu Futterentzug muss ich noch was sagen. Bei den Wiederkäuern, die wir haben, die Milch bekommen, nur noch Milch bekommen, die sind unheimlich empfindlich für Lappmagenwandreizung. Wenn man ein Mahlzeit ausliest, dann kann das sein, dass es eine Lappmagenreizung gibt und ein Lappmagengeschwür. Das sieht man sehr oft nach dem Transport, die erste Woche auf dem Hof, dass da Tiere beikommen mit den Apomacitis, die
macht, dass die Tiere äußerst gestresst sind. Und das ist natürlich nicht gut, weil die können sich dann nicht so gut mehr wehren gegen BRDC. Weil durch dieses Crowding kommen all mögliche Erreger von BRDC zusammen in so einen Bestand. Futterfehler, Fütterungsfehler, Sie sehen, ich habe da zwei Begriffe genannt. Futterfehler, das ist diejenige, die das Futter gemacht hat. Und Fütterungsfehler ist ein Fehler von derjenige, die füttert. Klimafehler, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, relativ Luftfeuchte, das ist klar. Temperatur habe ich kursiv geschrieben, weil die Temperatur ist bei Rindern nicht so schlimm. Die können gut bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen existieren. Aber wenn man zum Beispiel Rinder hat in Iglos und die Temperatur draußen, die geht an den Gefrierpunkt, dann muss man mehr füttern. Ist auch klar. Die brauchen mehr. Sonst dann nehmen die nicht zu. Und zum Teil werden die wieder gestresst und es gibt leichter Angehen von diesem BRDC. Belastung von der Atemluft kann sein. Zum Beispiel im Stall, wo eine richtige Matte drin liegt von altem Mist. Da kommt viel Ammoniak raus und das ist schädlich, das beschädigt die Atemwege. Viele Hirschkönfte, viele Krankheiten, das ist klar, das wissen wir. Wir kriegen auch zig verschiedene Herkunftsbestände, das Tiermaterial und überall war was besonders und das gibt viele Krankheiten. Und dann ist es auch so, dass wenn die Belegungsdichten hoch sind, dass die Menge der inhalierten Krankheitserreger auch was dazu tun. Bauern oder Landwirte und Tierärzte, die wissen das alle, aber es gibt ein ganz großes Teil von der Bevölkerung, die weiß es nicht. Diese haben alle den Schuss nicht gehört, lass mir sagen. In den Verbreitungen von Covid waren das natürlich eine optimale Gelegenheit, um die Infektion bei allen ankommen zu lassen. Mitbestimmen, nicht infektiöse Faktoren, mitbestimmen tun natürlich auch diese nicht weit genug fortgeschrittenen Lungenreifungen. Bei Rindern sind die Lungen erst mit einem Dreivierteljahr so richtig fertig. Bei Rindern, im Gegensatz zu anderen Tierarten, hat man auch das Problem, dass die fehlt konische Poren. Konische Poren sind kleine Löcher in den Luftbläschen, die machen praktisch ein Schund zwischen Luftbläschen von verschiedenen Bronchien. Also wenn zum Beispiel ein von diesen Bronchiolen verstopft ist, dann kommt in den Alveolen nichts mehr an. Aber wenn diese Verstopfung behoben ist, dann kann es sein, dass Luft von der anderen Bronchiole, die noch intakt war, diese wieder auffüllt. Das ist bei Rinder aber nicht da. Bei Schweine und bei anderen Tierarten sind die konische Poren da. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ungenügende maternale Immunität, das ist klar. Und wenn die Tiere weder geimpft noch durchgeseucht sind mit bestimmten Infektionen, dann sind sie auch empfindlicher. Und ein schlechter Futterzustand, aber auch bei welcher Erkrankung, bei einem sehr guten Futterzustand, kann das ja einen günstigen Effekt haben auf Sterblichkeit. Da komme ich nachher im Kurs drauf bei einem BRSV-Ausbruch. Und dann sonstige Erkrankungen, zum Beispiel Magen-Darm-Krankheiten, die machen das Tier empfindlicher für diese Atemwegserkrankungen, das ist ja klar. Die infektiöse Ursache von BRDC werden ja aufgeteilt, Viren, Bakterien und auch Pilze und auch Parasiten. Da will ich natürlich nicht so viel drüber sprechen. Die Viren, die sind die wesentliche, weil es gibt zwei Virusarten, die sind hier in Rot dargelegt, die alleine so ein Tier verhältnismäßig schnell umbringen können. Das ist das BRSV und das ist IPV. Und jetzt sagen Sie, warum steht IPV ganz unten? Das ist ja klar, weil da ist eine gesetzliche Bekämpfungsmaßnahme. Krankheit gibt es nur ganz wenig, darum steht das zuletzt. Aber weil doch jeder sehen muss, wie das aussehen kann, habe ich da doch die Bilder mit aufgeführt. Anfangen tun wir mit BRSV. Die orange
beschriebene Phyllosarten, die werden regelmäßig gefunden bei BRDC, aber keine von denen ist in der Lage, um selber sofort tödliche Geschichten zu machen. Also unter experimentellen Bedingungen vielleicht schon, aber nicht unter Praxisbedingungen. Und Porphyrinphyllos dearei steht da in Grau, da rede ich auch nicht drüber, weil das ist auch eine gesetzlich bekämpfte Erkrankung und das ist eigentlich eine Durchfallerkrankung, die aber immunsuppressiv ist. Also wenn die diese Erkrankung haben, wird das Immunsystem supprimiert und dadurch sind die Erreger von BRDC leichter zugänglich. So, wir fangen an mit BSV. Ich habe ja gedacht, wie erzählst du die Leute das denn, die Klinik? Das ist zu trocken. Nein, ich mache das so. Ich denke mal nach, was haben die Leute mir gesagt, als ich nachher so eine Infektion festgestellt habe. Die haben zum Beispiel gesagt, einer der Besten ist zuerst umgefallen und dann hörten sie erst auf fressen. Viele sind schnellatmig, aber sehen nicht sehr krank aus. Man muss sehr gucken. Sehr gut gucken, um die zu finden. Und einige pusten sich zu Tode und einige hatten knisterige Haut auf den Schultern. Nachdem es durchgeseucht war, haben einige wochenlang noch gepustet, haben aber gut gefressen, waren wieder gut zufrieden, aber haben wochenlang noch gepustet. Und danach waren sie eigentlich verhältnismäßig gut. Das hat man nicht, sag mal, erwartet. Ne? Und so sieht es dann aus, wenn man so ein Tier auf dem Sektionstisch hat. Diese sind abgesicherte, etiologisch abgesicherte Diagnosen gewesen. So sieht ein Tier aus mit BSV. Eine schwere interstitielle Pneumonie mit einem interstitiellen und subpleuralen Emphysem. So, jetzt muss ich natürlich erklären. Hier, wo es so dunkel ist, da ist eine schwere Pneumonie. Es ist ja klar, was dunkel ist, da ist kein Luft drin. Hier ist das Herz. Nochmals, wo es dunkel ist, ist kein Luft drin. Hier ist es hell, aber bei BSV ist da zu viel Luft drin. Wenn man jetzt denkt an den Leuten, die noch nie ein Tier bei einer Sektion gesehen haben. Ein von den jüngeren Kollegen hat mir erzählt, das kannst du nicht machen, du musst auch eine normale zeigen. Also hier ist eine normale Lunge. Hier sieht man so eine Lunge auf Anschnitt, wo praktisch das subpleurale Emphysem hier zu sehen ist. Sie sehen diese riesen Luftblasen. Und das Emphysem ist auch in den Interstitium, in das stützende Gewebe von der Lunge. Hier sieht man, die Lunge sitzt ganz zu. Hier ist die Farbe noch einigermaßen normal, aber dies ist natürlich ein gewaltiges Problem für das Tier, weil die Atmung nicht richtig funktionieren kann. Die Elastizität von der Lunge ist natürlich schwer beeinträchtigt. Und wenn die Bauchmuskulatur mithilft, die Bauchmuskulatur drückt die Lunge zusammen, aber Sie können sich vorstellen, er drückt erst diese Luftbläschen zusammen und wenn da noch ein bisschen Kraft über ist, dann erst drückt er die Luft aus der Rest von das intakte Lungengewebe. So ein Tier hat ja richtige Schwierigkeiten mit den Sauerstoff, sein Blut von Sauerstoff zu versehen und das ist auch die häufigste Todesursache, einfach eine Erstickung. Das ist der Trachea von dem betreffenden Tier. Man sieht es nur durch diese heftige Atmung und die hohe Atemfrequenz und etwas Reizung und ein paar Punktblutungen. Aber mit BSV ist dieses Teil von der Lunge nicht sehr betroffen. Das ist ja hauptsächlich eine interstitielle Pneumonie. Wichtig ist, dass wenn man die erste Anzeigen, es ist Herbst, es ist etwas feucht gewesen und man hat von den Nachbarn gehört, die haben BSV. Wenn die erste Anzeigen von BSV zu sehen sind, ist es wichtig, sofort das Futter zurücknehmen. Und dann komme ich zurück auf diese Geschichte mit sehr gut gefütterten Tieren. Wenn die Tiere sehr gut gefüttert sind und sie kriegen so einen Viroschub mit 41, 41,5, dann ist der ganze Magen-Darm-Trakt still. Und in den riesen gefüllten Pansen fangen an, Fraktionen von dem Mikrobiom abzusterben, geben ihre Endotoxine ab an der Blutbahn, die erreichen die Lunge und geben ja in der Lunge noch ein extra Problem.
Darum sofort das Futter zurücknehmen und die Tiere mäßig füttern. Dann kommt das nicht mehr so schnell, dass erst ein oder zwei umfallen und dann, dass der Landwirt erst sieht, dass ein BSV im Stall hat. Als Nahrungsmitteleinsatz, das ist ja auch klar, die beste Geschichte ist über die Spritze und die beste Geschichte ist Langzeitformulierung, weil die Begleiterreger, die sind nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Die Tiere sterben an einem Virus und den Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Aber es ist natürlich so, dass wenn es nicht reicht zum Sterben, dann kommen leicht sekundäre Infekte und dafür ist eine Langzeitformulierung per Injektion wichtig. Entzündungshemmer natürlich auch. Aber ich habe am Anfang gesagt, ich will hier nicht drüber sprechen. In der Tierärztegemeinschaft Praxis BSB sind genug Kollegen, die sich da gut auskennen und die können Sie dann fragen. Korrekt ventilieren muss ich natürlich auf jeden Fall, weil so eine hohe Luftfeuchtigkeit meistens einhergehend mit einer hohen Viehdichte, das ist natürlich ein Problem. Aber wie ventiliert man dann richtig? Ich habe in der Vergangenheit immer diese Punkte angehalten. 7 Kubik Luftraum pro Tier muss vorhanden sein. Also die Stelle, wo das nicht vorhanden ist, die gibt es ja noch. Aber in der Stelle gibt es vermehrt Probleme mit vor allem dieser Erkrankung. Die Luftrate 1 Kubikmeter per Kilo Körpergewicht pro Stunde, Lufteinlass wenigstens 2 Quadratzentimeter per Kubikmeter pro Stunde und die Luftbewegungen dürfen ja nicht mehr wie 0,2, am besten 0,15 Meter pro Sekunde betragen und die relative Luftfeuchtigkeit 60-80%. Es ist ganz einfach auszurechnen. Zum Beispiel 50 Kälber von 150 Kilo, 50 mal 150, 7.500 Kubikmeter pro Stunde. Man braucht 2 Quadratzentimeter und das multipliziert, das heißt 1,5 Quadratmeter. Und das ist ein Problem, weil die meisten Leute haben das bei konventioneller Stelle nicht. Die kneifen. Das soll man nicht machen, weil beim Kneifen gibt es erhöhte Luftgeschwindigkeiten. Wenn sowas ist und man meint, es wird zu feucht, dann muss man anheizen. Die Luft, die reinkommt, muss man anheizen. Nicht warm machen, 1-2 Grad anheizen, das reicht. Jetzt haben wir BSV fertig und kommen wir bei der nächsten Orange, 5 Stück. Wovon ich gesagt habe, dass jeder Einzelne ist nicht in der Lage, sofort Tiere umzubringen. Die funktionieren als Wegbereiter. Und die Liste ist nicht komplett mit diesen 5. Diese 5, die wurden in den letzten 15, 20 Jahren sehr oft gefunden. Aber die Liste ist mit Sicherheit 2- bis 3-mal so lang. Zum Beispiel ein Influenza D gehört auch dazu. Die beschädigen praktisch den Atemwege und die Sekundärerreger, die Bakterien, wo wir gleich drauf kommen, die machen dann das Hauptproblem. Mischinfektionen machen das Hauptproblem. Zum Beispiel Mischinfektionen von virale und bakterielle Infektionen. Das können Bakterien sein, die aus der Umgebung kommen. Es können auch Bakterien sein, die schon vorhanden sind im Magen-Darm-Kanal, in der Atemwege, Entschuldigung. Mycoplasma pastorella, Mannheimia, Histophila somni, die werden sehr oft auch angetroffen bei Tieren, die klinisch vollkommen unauffällig sind. Wenn den jetzt eins von diesen 5 oder eins von diesen 15 trifft, dann können die wachgeküsst werden, sag mal. Viruskombinationen können auch schwieriger sein und länger dauern. Zum Beispiel BSV mit Coronavirus oder BSV mit PI3 zusammen. Aber auch bakterielle Kombinationen können größere Probleme machen. Zum Beispiel Pastorella mit Bordetella bei Rindern. Das kann so etwas Ähnliches geben wie Rhinitis atrophicans bei den Schweinen. Schiefe Schnauze, die machen in der Nase die Nasengänge kaputt. Jetzt sind wir bei BVD angekommen, aber ich habe gesagt, da reden wir nicht drüber. Ich habe allerdings noch die Fotos zur Verfügung, die könnte ich zeigen.
Aber das lassen wir mal. Das würde den Rahmen sprengen. Das würde 2 Stunden dauern. Jetzt können wir bei BHV1 oder IBR. IBR ist handelspolitisch wichtig. Die Rinderhalter, die wollten gerne ihre Rinder überall in der Welt verkaufen können, aber das geht nicht, wenn ein Land oder ein Bundesland nicht BHV1 frei ist. Dann wurde geimpft. Es gibt eine Meldepflicht, wenn man, oder sogar eine Anzeigepflicht, wenn, wenn man so eine Krankheit diagnostiziert. Impfen darf nicht. Und die Tiere, die befallen sind, werden stallweise tot gemacht. Nicht lustig, aber so ist das jetzt geregelt. Die Krankheit sieht man praktisch nicht mehr. Die Krankheit kann in den Beständen sehr variieren. Also die, wo ich sie gesehen habe, war das eigentlich nicht unbedingt sehr dramatisch. Aber Einzeltiere können sehr stark daran erkranken. Und wie sieht das dann aus? Sie sehen an den Nummer hier, 2001, das war das letzte Mal, dass ich so eins so richtig habe fotografieren können. Sie sehen auch, wieder ein großes Teil von der Lunge ist pneumonisch verändert. Und da ist es eine Bronchopneumonie. Hier ist es auch nicht normal. Das Foto ist nicht gut. Das war noch ein Foto mit Film, nicht digital. Diese weiße Stellen, das ist ja Reflexion. Das war kein sehr gut talentierter Fotograf. Das ist normal. Das ist krank. Und so sieht der Trachea aus von so einem Rind. Für bessere Begrifflichkeit, hier unten ist ein normaler Trachea. Ein Trachea von einem BHV1-Rind sieht so aus, da oben ist die Schleimhaut, die ist ja aufgeschnitten. Die Schleimhaut ist nekrotisch, die ist abgestorben. Und bildet natürlich einen sehr guten Nährboden für alle möglichen Infektionen. So ein Tier kann stinken aus der Nase, ganz fürchterlich. Jetzt kommen wir an den Bakterien. Die Bakterien, die erste, die ich hier durchgestrichen habe, das sind die Jungs, die gerne von außen kommen und überall sonst in der Umgebung von Tier vorkommen. Also da will ich nicht länger drüber sprechen. Die rote, das sind welche, die können von sich aus ein Tier hochgradig krank machen und ein eigenständiges Sektionsbild oder ein eigenständiges klinisches Krankheitsbild verursachen. Wir reden jetzt zuerst über Mycoplasma bovis. Die anderen, die da drunter stehen, die sind nicht interessant. Die Tuberkulosen haben wir drüber gesprochen. Chlamydophila, die gibt's auch, aber das ist verhältnismäßig selten. Das ist Papageienkrankheit zum Beispiel. Aber bei Mycoplasma bovis sagt der Bauer zum Beispiel, es hustet immer eins an. Oft sind die nicht mal auffindbar. Es sind dauernd fiebernde Tiere da. Andere auffällige Tiere haben manchmal auch Fieber und manchmal sind sie nicht mal auffällig und haben trotzdem Fieber. Die brauchen nicht mal schnellatmig zu sein oder zu pusten. Und wenn man dann durchbehandelt, die sieht man öfters wieder. Und da kommen Kümmerer dazu und sie lassen eins oder beide Ohren hängen. Jetzt muss ich natürlich wissen von den Bayern, Bayern-Kälber, diese Fleckvieh, die leiden enorm. Wenn die ein bisschen was haben, dann lassen die beide Ohren hängen. Aber bei Mycoplasmose, und inzwischen reden die Leute auch, dass es durch andere Erkrankungen auch kommen kann, aber dieses Tier, was ich jetzt hier zeige, hat ja eine Mycoplasmose, eine schwerste Mycoplasmose und ein Hangohr, nicht beide. Ein Hangohr, das ist für mich Alarmglocken, da könnte mit Mycoplasmose was sein. Dieses Tier seziert, Sie wissen jetzt inzwischen, wie normale Lunge aussehen, und Sie sehen auch, dass dieses abnorm ist. Hier sehen Sie das Herz wieder. Die dunklen Felder, das ist wieder interstitielle Pneumonie. Hier oben ist es noch einigermaßen normal. Hier. Aber Sie sehen, das ist hochgradig verändert. Wenn man jetzt
die Lunge rausnimmt, dann sieht man überall solche weiße Stippchen sitzen. Und wenn man oberflächlich beguckt, sagt man, ah, das sind eitrige Bronchitis vielleicht. Aber wenn man dann die anschneidet, diese Lungenteil, dann findet man sowas. Überall solche runde oder ründliche Geschichten und die können auch zusammenfließen. Und das heißt, ein kasionekrotische Entzündung, kasionekrotisch, weil es sieht aus, was die Konsistenz betrifft, wie Weichkäse. Wenn man dann ein histologisches Präparat macht, dann sieht das so aus. Das zum Beispiel ist ein so ganz kleines Pünktchen. Und hier neben habe ich es nochmal weiter vergrößert. Hier ist noch vergrößert, hier ist nochmal ein bisschen luftführendes Gewebe. Hier ist ja eine Schicht, wo zu viel Blut drin ist. Dies ist die Außenseite von der Lunge. Und hier sieht man ein Gebiet, was sehr lila ist. Und das lila, das sind, oder fast schwarz, das sind Zellkernen von weiße Blutkörperchen, Makrophagen, spezielle weiße Blutkörperchen. Die Makrophagen versuchten irgendwann mal hier ein kleines Herd von Mykoplasmen zu neutralisieren, aber sie haben es nicht geschafft. Die Mykoplasmen, die sind so merkwürdig konstruiert, die haben eigentlich vom Immunsystem schlecht erkennbare Zellwand. Sie ähneln den eigentlichen Körperzellen sehr stark. Und darum hat das Immunsystem da Schwierigkeiten mit. Also diese Makrophagen, die wollen hier die Mykoplasmen bekämpfen. Wenn ihr, das gelingt ihnen nicht. Die Halbwertszeit läuft ab, den Zellkern stirbt ab und er legt sich an diesen Prozess. Und so entstehen ja so Schichtungen, so wie ein Zwiebel, und die wachsen immer weiter. Und Mykoplasmose kann auch Grund sein für Ödeme am Hirnstamm. Also Tiere mit Problemen mit Beweglichkeit, die werden auch schläfrig. Manche kommen an Liegen und das ist eine schlimme Geschichte. Ein Fall erinnert man, da waren 47 oder 48 Kälber und davon sind 9 Stück gestorben, war nichts dran zu machen. Können auch eine Gelenkentzündung entwickeln, solche Tiere mit Mykoplasmose. Diese sind natürlich 2 sehr dramatische Bilder. Meistens ist es nicht so dramatisch, aber die humpeln natürlich ganz schön schlimm und sind nicht verwertbar für Fressererzeuger. Wir machen weiter mit den anderen Bakteriensorten in den Zusammenhang mit BRDC. Die 2 dunkle Pastorella motosida und Mannheimia hemolytica habe ich hier angegeben, dunkelrot. Die hießen früher beide Pastorella. Die Bakteriologen mussten einmal in den 10 Jahren ein bisschen die Namen ändern, damit sie an der Arbeit bleiben. Ich weiß nicht warum, aber Mannheimia heißt jetzt Mannheimia Pastorella. Das ist ein von den meist verbreiteten Sekundärerreger bei BRDC. Da will ich nicht viel drüber reden. Die machen manchmal auch schwierige Sachen, aber das andere ist dramatischer. Die möchte ich gerne die Fotos von zeigen. Also wir gehen ja nach so einem Mannheimia. Was sagt der Bauer jetzt, wenn so ein Mannheimia-Fall aufgetreten ist? Er sagt, die husten zwar etwas an, aber nicht so, dass ich gedacht habe, dass da sofort Tote gibt. Diese Tote, die sind abends nicht mal aufgefallen und die waren dann morgens beim Füttern tot. Manche machen einen todkranken Eindruck und sterben dann auch verhältnismäßig schnell. Wenn man da früh genug dabei ist, dann kann man die noch gut behandeln und kümmern nachher nicht, auch nicht unbedingt. Die haben Schmerzen, die stöhnen. Und wenn der Doktor dann seine Hirnbehandlung einstellt und wir haben das erste Mal schon über der Tränke was gegeben, dann ist der Bestand schnell wieder gesund. Also ein sehr kurzer Krankheitsverlauf bis zum Tod. Und das Kursive, das ist für mich wichtig, bei ungünstigen Stallbedingungen und zum Beispiel nach einem Temperatursturz. Dann tun die Tiere das öfters mal. Und so aussehen tut das. Hier haben sie das Tier
aufgeschnitten auf die übliche Art. Sie sehen, dass der ganze Lunge ist bedeckt mit einer Schwarte von Fibrin. Ausgetretene Blutflüssigkeit, die dann geronnen ist. Die Blutkörperchen sind aber in den Blutgefäßen noch geblieben. Das heißt, eine schwere fibrinöse Pneumonie. Und das ist ein Pleuritis. Aber das ist ein Pleuropneumonie. Es ist auch klar, davon kommt nachher noch ein Bild. Noch einmal die normale Lunge, noch einmal die kranke Lunge und noch einmal den Rippenband. Auch an der Innenseite von der Rippenwand hat man diese schwartige Belege. Zwischen zwei Lungenlappen sieht man, dass das mit dem Fibrin nicht so schlimm ist. Hier rechts oben sieht man noch etwas Fibrin. Aber man sieht auch, dass da eine schwere Pneumonie ist, weil hier ist das Luftgehalt ist natürlich minimal. Also es ist in der Tat eine Pleuropneumonie. Die Trachea, hier ist die Stimmbandseite und da ist die Lungenseite, hat eigentlich keine Veränderungen, die aufweist. Wir machen weiter mit der nächsten Bakteriensorte. Die ist auch wichtig und ist nicht selten. Das ist Histophilus somni. Die Krankheit, die dieser Erreger verursachen kann, heißt Istmem oder Schlafkrankheit. Istmem, das ist ein Kürzel für infektiöse septikämische thrombosierende Meningoencephalomyelitis. Das heißt, die Hirnhäute, das Gehirn und auch der Hirnstamm sind befallen. Das heißt, man kann rechnen mit schweren zentralnervösen Erscheinungen. Bei Histophilus somni ist was Besonderes. Die ist verhältnismäßig oft in subklinische Fälle zu finden. Man sieht nichts von dieser Krankheit, aber der Keim ist gefunden. Man muss davon ausgehen, dass es anfängt mit einem Virusinfekt. Ein Virusinfekt, die Atemwege beschädigt, so der normale gängige Weg. Und dieser Keim macht sich breit, wird praktisch wachgeküsst und macht einen Sepsis. Eine Blutvergiftung. Die Keime, die gehen in die Blutbahn und die landen überall, inklusive im Gehirn. Und dadurch gibt es diese Hirnerscheinungen. Jetzt habe ich ja vor knapp 20 Jahren mal so einen Fall gehabt, wo wir das Hirn dann in kleine Scheibchen geschnitten haben und gesehen haben, mit einem bloßen Auge, dass die Hinweise gefunden haben auf diese Istmen. Ich bin natürlich ja jetzt auch neugierig und ich suche nach dieselben Erscheinungen wie vor 20 Jahren. Das Problem ist, dass ich sie nicht finde. Und jetzt muss ich auf feingewebliche Gebiet suchen. Also habe ich ja 20, 30 Schnitte vom Gehirn anfertigen lassen und angefangen zu suchen. Ich suche und finde nichts. Etwas vergrößern. Ich finde wieder nichts. In der Mitte liegt ein Blutgefäß. Das ist ja ein Schnitt von Hirnrinde. Wieder ein Blutgefäß. Ich finde nichts. Aber dann habe ich Glück. In der Hirnrinde finde ich ja ein Blutgefäß, was hier unten ankommt und sich verästelt. Und genau auf den Verästelungsstelle finde ich ja etwas, was ein Thrombus sein könnte. Wenn dieser Thrombus jetzt loslässt und verirrt sich in einfache Blutgefäße und läuft nachher fest, dann haben wir ja die Bedingungen für einen Infarkt. Und das kann dann so aussehen, dies ist diese Aufnahme von vor 20 Jahren oder knapp 20 Jahren. Ich habe es nachher nie wieder gesehen in den Fällen, die ich auf dem Tisch bekommen habe. Aber das ist auch so eine Sache, wenn man in eine Praxissektion macht und die Kollegen machten das regelmäßig und haben ja eine direkte Feedback über das Sektion nach der Klinik, dann werden die Sachen diagnostiziert im Bestand und kommen die Toten bei mir gar nicht an. Das kann auch der Grund sein, warum ich nie wieder sowas gesehen habe.
Wenn wir jetzt kommen zu den sonstigen infektiösen Ursachen von BRSV, so wie das sind Parasiten und Pilzen und Hefen. Pilzen und Hefen will ich nicht drüber sprechen, aber das passiert eigentlich selten, dass Tiere von Ertrinken gerettet werden und eine Aspirationspneumonie haben. Das ist zu selten. Über Parasiten. Parasiten ist aber weniger selten. Da sind ein paar interessante Sachen. Das gibt zum Beispiel Pneumonie durch Parasiten. Die Parasiten sind dann Spezialisten. Die sind auf Rinder spezialisiert. Zum Beispiel den Lungwurm. Es können sein Passanten, Spulwurmlarven von Schwein. Zum Beispiel eine Wiese ist beweidet worden durch Spulwürmen befallene Sauen. Die Larven sind infektiös auf der Wiese und der Rind infiziert sich damit. Die probieren es mal beim Rind und landen dann in der Lunge und das kann zu erheblichen Problemen führen. Es kann aber auch sein, dass auf dem Rind spezialisierte Parasiten, zum Beispiel der Leberegel, verirrt sich in der Stelle, wo die hinwollen und verirrt sich in der Lunge. Normal gehört in der Leber. So, hier sehen Sie den Foto von einem Bronchus von ein Tier mit Lungenwürmer. In der Mitte sehen Sie, aus diesem Bronchus habe ich den rausgezogen, zwei Lungenwürmer praktisch in flagranti erwischt, weil sie muss Eier produzieren, die befruchtet sind, die aufgehustet, durchgeschluckt werden und dann in Magen-Darm-Kanal landen und dann am Ende auf Wiese landen, wo die dann wieder neue Rinder infizieren sollen. Wenn man ein anderes Lungenteil beguckt, dann kann man auf den Querschnitt, manchmal aus den Bronchien zusammen mit Schleim und Schaum, Riesenmengen Lungenwürmer, adulte Lungenwürmer rausdrücken. Und an der Außenseite von der Lunge sieht man auch, dass die richtig Unsinn gemacht haben. Noch einmal die normale Lunge. Aber sie haben auch gesehen, ich habe ein bisschen gelogen. Das war ein Reh. Weil das kann ja auch passieren, dass auf der Wiese, wo die Kühe gelaufen haben, und die Kühe sind nicht gut oder die Jungrinder sind nicht gut entwurmt, dass sehr viele Larven auf dieser Wiese sind und das Reh infiziert sich damit. Andersrum ist es eher selten. Das ist aber der einzige Foto, wo ich ein bisschen geschummelt habe. Und dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, weil es sind nach meiner Schätzung schon knappe 50 Minuten und dann muss man doch eigentlich wohl lange Geduld haben, um das anzuhören. Also, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit nochmal und auf Wiedersehen.